Und willkommen zurück zu Cave Story, zu einem versuchten 100% Run mit einer hübschen jungen Dame auf der anderen Seite des Flusses aus Sand. Komischer Fluss. Komischer Fluss. Warum ist da ein Fluss aus Sand? Ernsthaft, warum ist da ein Fluss aus Sand? Also, es sieht so ein bisschen aus. Na, eigentlich ist es ja kein Fluss, ich weiß. Und ich muss sagen, wenn man hier nicht gerade versucht, den Butler hochzuleveln, ist es ja gar nicht mal so schwer eigentlich, dieser Abschnitt hier. Wie hab ich mich da letztes Mal aufgeregt wieder? So, hier gibt es auch nichts Geheimes, aber da drin gibt es gleich was Geheimes. Haha. Ah, ich hätte vielleicht die Waffe wechseln sollen vorher auf den Feuerball. Weil der Feuerball ist die optimale Waffe gegen sie. Ach, diese kleinen Amigas immer, die da wieder aufstehen. Oh nein! Level down, egal. Reicht ja noch locker aus. Ja, wie gesagt, was? Nein, warte, plötzlich habe ich ja gesagt. Ich will natürlich nicht töten. Nein, natürlich nicht. Hallo Curly. Curly Brace. Der Polarstern sieht schrecklich aus. Möchte ich ihn tauschen für das Maschinengewehr? Eigentlich schon, aber habe ich letztes Mal schon gemacht. Und diesmal möchte ich die anderen Waffen zeigen, die es hier noch so gibt. Genau, einmal hier speichern. Moment, ich glaube, der eine sagt mir hier, dass es die alte Hexe gibt, die Jenka. Und, oder die alte Frau. Und der sollte ich wohl den Hund mitbringen, der da neben dem Bett ist. Aber zuerst möchte ich was zeigen, nämlich hier die Karte. Na, man sieht hier diesen Raum und auf der Karte ist da noch ein Gang. Und man kann hier wirklich reingehen. Jetzt bin ich da. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich ganz unten. Hier unten ist nichts. Aber wenn ich hier reingehe, in diese Lücke, dann ist da Curlys Unterwäsche. Warum auch immer die hier rumliegt. In so einem versteckten Gang. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Curlys Unterwäsche. Genau. Gelbgrüne Unterhosen mit einer süßen kleinen Schrift. Das war blöd. So kann ich hier gleich wieder auffüllen. Speichern wollte ich. Genau. Mit dem Hund auf dem Kopf. Und dann geht's los in der Sandzone. Omega wartet. Omega ist, glaube ich, das Monster, wenn mich nicht alles täuscht. Und in der Sandzone gibt es einige geheime Gänge, die ich aber jetzt mittlerweile endlich oder zum Glück alle kenne, hoffe ich. Voll einfach mit dem hier, weil man sich da einfach so ein Schutzschild basteln kann. Mit dem Bubbler. Da will ich hin, genau. Das letzte Mal, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man dieses Spiel zum zweiten Mal spielt, ist es deutlich einfacher. Aber das ist wahrscheinlich bei jedem Spiel ungefähr so. Zum einen natürlich, weil man die Erfahrung hat, zum anderen, weil man weiß, wie die Levels funktionieren. Ich bin gespannt, ob ich das hier hinkriege ohne Maschinenpistole. Weil die ja doch sehr nützlich war, hier zum Fliegen in der Sandzone. Ich glaube, die Sandzone ist ein bisschen ätzend ohne Maschinenpistole. Gerade auch mit den geheimen Gängen, wo man irgendwie hochfliegen muss und so. Na, wird sich zeigen. Wird schon irgendwie gehen.
Ich meine, es ist ja schon so gedacht auch, dass man hier durchkommen kann. Was will da mein Handy von mir? Ach so, nur eine Erinnerung. Ja, also ich denke schon, dass es hier geht ohne Maschinenpistole. Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wird ein bisschen länger dauern, ist ein bisschen ätzender, nehme ich an. Aber ich glaube, alles in allem wird es schon machbar sein. Herzen. Na, speichern. Auch das hier sieht man... nee, plötzlich gar nicht. Das sieht man überhaupt nicht auf der Karte. Warum sieht man das nicht auf der Karte? Ich dachte eigentlich, die Geheimgänge sieht man auf der Karte immer. Könnt ihr bitte mal runtergehen, damit ich euch mit einem Feuerball kriege? Danke. Ich will hier nämlich möglichst wenig kaputt schießen. Damit ich da... Ah, ja, so viel dazu. Damit ich da nachher auf dem Rückweg gemütlich drüber kann. So viel dazu. Ohne unten in den Sand rein zu müssen. Na, da unten sind ja diese blöden Sandviecher. Und die mag ich nicht. Die sind doof. Den würde ich gerne ausweichen. Und je mehr Zeug hier rumsteht, desto einfacher wird das. So, habe ich volle Munition? Ja, ich bin auch voll geheilt. Ich glaube, da drin gibt es jetzt gerade... Da könnte ich jetzt noch Erfahrung hochleveln. Aber eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Ist hier noch irgendwas? Nö. Also gut, dann Feuerball! Doch nicht. Ich dachte, der Feuerball kommt nochmal zurück. Aber nee, wie immer ist die Zwischensequenz viel zu lang, als dass irgendwelche Dinge... irgendwelche Items oder Feuerballgeschosse da noch groß da sein könnten, wenn die Sequenz vorbei ist. Wow! So direkt nebenan, ne? Ich muss sagen, wenn man den Bubbler so ein bisschen, ja, so viel dazu. Die Munition füllt sich zu langsam auf. Wollte ich sagen, genau. Ich wollte nicht sagen, der Bubbler ist irgendwie viel toller, als ich dachte. Doch eigentlich schon. So, da ist er. Aber der Bubbler ist doch besser, als ich dachte. Ich habe den im letzten Durchspielen so ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl. Bis auf ein paar wenige Stellen. Aber eigentlich ist er ja gar nicht schlecht, der Bubbler. Gerade so gegen Bosse wirklich, dass man da schön aufladen kann. Das hat was. Da will ich rein und da, genau. Und dann würde ich mich gerne hier nochmal heilen. Und auch hier bin ich wieder ohne Raketen durchgekommen. Das ist voll gut eigentlich. Weil der Raketenwerfer ist schon so ziemlich die mächtigste Waffe eigentlich im ganzen Spiel. Und wenn ich jetzt lerne, ohne den auszukommen, dann schaffe ich es vielleicht sogar, den untoten Chor zu besiegen ohne Raketenwerfer. Okay, das ist ein bisschen optimistisch gerade. wie kam ich hier rein? Ach ja, hier oben, stimmt. Ja, genau. Aber dafür, glaube ich, muss ich echt üben. So. Und war das blöd? Ah, ne. Puh, das war nicht blöd, das war knapp. Das war ziemlich blöd. Eigentlich war es ziemlich blöd, was ich da gerade gemacht habe. Das ist viel zu riskant. Der Feuerball muss mal noch gelevelt werden. So, ich könnte jetzt gleich da rechts rein den Hund holen. Wobei, kann ich zwei Hunde gleichzeitig tragen? Ich glaube ja nicht. Ach, Heilung. Wer braucht schon Heilung? Genau, das da will ich. Wunderbar. Ich glaube, man kann nicht zwei Hunde auf einmal dabei haben. Deswegen liefere ich einmal den ersten hier ab und dann gehe ich gleich da wieder hoch. Ach Gott, Balrog.
Wuff, 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 wuff. Wieder ganz viel Blabla, das kennen wir ja alles. Das habe ich ja beim letzten Durchspiel alles schon übersetzt. Hoffentlich einigermaßen akkurat. Ich glaube, zwischendurch habe ich ein paar kleinere Fehler bei der Übersetzung gemacht. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen hat man das doch hoffentlich verstehen können. Ja. Es hat sich keiner beschwert in den Kommentaren, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht so schlimm war. Und ich habe jetzt diesen Quallensaft dabei. Vielleicht, das hier sieht so aus wie so ein Kamin. Vielleicht kann ich hier irgendwas damit tun. Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Da will ich hoch. So. Und ich gehe zuerst hier hoch, weil das die... der einfachste ist eigentlich. Und es gibt hier eine Lebenskapsel. Und wie gesagt, die Sandzone ohne Maschinengewehr ist ziemlich ätzend. Und deswegen hätte ich ja gerne diese Lebenskapsel für alle Fälle schon mal. Falls ich mich da unten irgendwie blöd anstelle. Einfach um das kleine bisschen extra Chance noch zu haben. An den schwierigen Stellen weiter unten, an den schwierigeren Stellen. Ich habe gerade geguckt, aber ich glaube, hier gibt es ansonsten keinen geheimen Weg. Keinen geheimen Weg oben bei dem Geheimgang. Hier drin ja leider auch nicht. Ich habe ja schon gerade auf die Karte geguckt. Ja. Mal schauen, wie weit ich jetzt noch mache. Ich glaube, die ganze Sandzone ist ein bisschen zu lange für eine Folge. Aber, ja, gerade geht's noch, ne? Ist noch nicht so lang. Wie lang ist denn gerade? Viertelstunde? 10 Minuten? Ach, 10 Minuten vielleicht. Mal gucken. Blödsinn. Ich habe Paketen. Ich bin voll geheilt. Ich brauche das Zeug nicht. Und genau, zum Lagerhaus. Gibt es hier eigentlich einen Geheimgang oder so, wo man in die Wand rein kann? Nein. Erstmal den Boden säubern. Dafür bietet sich der Feuerball ja geradezu an. Außerdem gibt es da auf dem Boden ja auch einen Hund. Bevor ich da jetzt groß hochklettere, würde ich mir gerne zuerst den da schnappen. Könntest du bitte mal meine Feuerbälle nehmen und dann dich verziehen damit? Vielen Dank. Na komm. Nein! Stehen bleiben! Blöder Hund! Nein! Man muss halt im richtigen Moment nach unten drücken, damit man den Hund aufsammeln kann. Nämlich jetzt. Nein! Was? Warum klappt das nicht? Das hat letztes Mal so gut funktioniert. Auf Anhieb. Und sag mal, warum kriege ich den nicht? Jetzt hätte ich gerne die Heilung, aber ohne Maschinenpistole wird es schwierig, da hochzukommen. Tja, dann habe ich jetzt aber... Sag mal... Ernsthaft? Spielt mein Gamepad gerade? Oder warum kriege ich den jetzt nicht? Habe ich dich doch. Geht doch. Genau, jetzt reinklicken. Ja, nein. Du kommst mit. Die Heilung hätte ich gerne. Oh. So viel dazu, hey. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich nicht sogar weniger Lebenspunkte habe als davor. Oh, da sind nochmal ein paar Punkte. So, hier. Und 32, sehr gut. Oh ja, jetzt hätte ich gerne das Maschinengewehr für hier hoch. Ah, hier ist ja auch noch Heilung. 36 waren es, ja. Da will ich rein. Eigentlich will ich ja den Polarstern, weil ich mich damit nach unten schießen kann. So, wie viele fehlen jetzt noch? Achso, ja, zwei, genau, zwei Stück. Ja, ja, bla bla bla, die Geschichte von den roten Blumen, die kenne ich doch schon. Ich habe das Spiel gerade durchgespielt, ich weiß, was passiert, wenn man den Nigas die roten Blumen füttert.
So. Wenn man den Illigas die roten Blumen füttert, dann werden sie antipazifistisch, könnte man so sagen. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich versuche jetzt hochzukommen, erstmal. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gehen soll, ohne hier Maschinenpistole oder Booster. Natürlich, in dem Moment, in dem ich mich umgucke. Ja, egal. Wird schon passen. Ah, wobei. Da kommt er ja doch sogar relativ gut hoch. Ist einfacher, als ich dachte. Es war echt einfacher, als ich dachte. Genau, hier einmal speichern. Und diesmal benutze ich die Karte. Da stehe ich gleich sogar richtig. Und dann will ich da hoch. Ja. Ja, und du kommst mit. Wunderbar. Und ich gehe auch wieder oben rum raus. Das ist mir zu heikel. Da, mit dem Sandmonster. Den kann man nämlich, soweit ich weiß, überhaupt nicht ausweichen. Ich glaube, hier will ich den Feuerball, oder? Das könnte... Ja, wunderbar, das passt genau. Hehe. Sehr schön. Hier wiederum den Bubbler, um so ein kleines Schild zu haben gegen die Schüsse von dem. So. Das war jetzt doch einfacher, als ich dachte. Also ich dachte eigentlich, gerade das da oben wird relativ blöd ohne Maschinenpistole, aber eigentlich muss ich sagen, gut, es ist nicht ganz so einfach wie mit über dem Maschinengewehr, aber es ist jetzt nicht grob unschaffbar oder so. Das ist echt machbar. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es noch weitergeht in der Sandzone. Da kommt ja noch mal ein ganz schöner Jump'n'Run-Teil. Ganz schöner Plattformer-Teil. Und wenn ich mich recht erinnere, muss man, wenn man nicht fliegen kann, auch den schwierigeren Weg nehmen. Ja. Man muss, glaube ich, den schwierigeren Weg nehmen. Und ich glaube, ich müsste hier sogar schon nach oben gehen. Ich will aber hier trotzdem den Boden zuerst mal säubern. Nee, ich kann auch hier noch hoch. Das ist gut. Ich kann auch hier noch hoch. Ich will trotzdem zuerst den Boden säubern, falls ich da nachher noch irgendwie runterfalle oder so. Bei dem Versuch, hier durchzukommen. Erfahrung ist überall voll, ja. Komme ich da hoch? Komme ich da nicht hoch? Okay, ich nehme alles zurück. Ich muss doch da hoch. Ich muss doch oben rum. Na, super. So, dich kriege ich auch von unten. Muss ich noch ausweichen? Ja, ausweichen. Nicht reinrennen, ausweichen. Ah, ich verwechsel das irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Wunderbar. Mist. Komme ich da von rechts vielleicht irgendwie hoch, weil er so schräg ist? Kann ich da vielleicht rüberspringen? Vielleicht so? Das könnte gehen, das könnte gehen. Na? Ein bisschen früher springen? Ne, wenn dann später springen, wenn dann später. So vielleicht. Na, noch ein bisschen später? Na, das ist wieder zu tief. Nein, das geht wohl nicht. Schade. Schade, das ist so knapp. So knapp. Ich nehme gleich mal den Feuerball in die Hand für danach. Was war das denn? Warum komme ich da jetzt gerade nicht hoch? Ah.
doch, mit dem Maschinengewehr war das Ganze auf jeden Fall angenehmer zu spielen. Ah, Heilung, wunderbar. Braucht hier irgendwer Erfahrung? Nö. Ich sammle sie trotzdem ein. Ist ja egal. Das hier meinte ich. Man kann hier, glaube ich, nicht rüber, wenn man nicht fliegen kann. Das hier ist, glaube ich, nur ein Weg zurück. Ja. Also man kommt da, wenn ich das richtig sehe, ne, kommt man nicht raus, ohne fliegen zu können. Ohne Maschinenpistole oder Booster nachher. Das heißt, ich werde mich jetzt hier oben durchprügeln müssen. Könntest du bitte nicht ausweichen? Danke. Und hoffentlich nicht runterfallen, weil sonst wird's echt ätzend. Yay, Heilung. Vollständig geheilt. Super. Jetzt kommt, glaube ich, der schwierigere Teil der Sandzone. Ich glaube, das bisher war doch der einfache Teil. Inklusive Bosskampf. Hab ich schon erwähnt, dass die Munition hier viel zu schnell leer wird? Na, kommt halt her. Kommt halt her! Ist mir egal. Ist mir egal, solange es funktioniert. Ich will mich jetzt auch gar nicht groß bewegen, weil da unten Stacheln sind und ich nicht wieder hochfliegen kann. Nein! Schade. Und die Heilung, die sollte ich eigentlich kriegen können. Ja. Kriege ich dich da? Ja. Der Pump hat auch eine schöne Reichweite. Kommst du bitte mal her? Ich will nicht, dass du mir in den Rücken fliegst, während ich über den roten Stacheln balanciere. Vielen Dank. Perfekt. Genau das, was ich brauche. Abgesehen von Erfahrung für den Bubbler und den Polarstern. Da unten ist so eine kleine Lücke. Ob ich da wohl rein sollte und was holen sollte? Nein. Und das Schöne ist, weil hier hinten nochmal so ein Hund ist, darf ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Ist das nicht super? Das ist voll gut, oder? Also. Immerhin, was? Hab ich nicht ja gesagt? Da war ich wahrscheinlich wieder schon zu schnell beim nach rechts laufen. Nein! Was mache ich denn hier? Ich bin doch sonst nicht so schlecht im Plattformen. So, ja, bitte einmal mit. Okay. Das wird lustig. Kann ich unten rum? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da unten rum kann oder will. Andererseits habe ich gerade gespeichert. Und wenn ich sowas ausprobieren könnte, dann jetzt. Okay. Da nicht. Aber wie... Ah, ach, da kann ich ja hochspringen. Okay, alles gut. Alles gut. Super, alles gut. Ich habe zwei Level verloren, aber egal. Für die Wissenschaft. Komme ich da eigentlich auch wieder zurück? Ja. Nicht, dass es notwendig wäre, aber... Ist vielleicht ein bisschen spannender so, auch für mich so ein bisschen herausfordernder, als jetzt da durchzugehen ohne Gegner. Es ist zwar jetzt mit Gegnern, muss ich sagen, aber ohne Gegner hier ist es dann doch auch ein bisschen langweilig. Wobei das Leveldesign, da lasse ich nichts drankommen, das ist echt super. Raketen habe ich voll. Aber ohne Gegner, es ist halt doch irgendwie langweilig. Gibt es hier oben eigentlich einen Geheimgang? Nein. Oh, schon wieder die Gegner. Du arme alte Frau. Immerhin, guck mal, ich habe deinen letzten Hund für dich. Deinen letzten Hundi. Ja, ich weiß. Und, den Heiltrank. Den soll ich mir aufheben bis ganz zum Schluss, so wie letztes Mal auch. Nur noch ein bisschen länger.
Also ich soll nicht nur Raketen sparen bei dem Mutoten-Kern, beim Mutoten-Core, sondern auch den Heiltrank. Das wird echt lustig. Im Prinzip, wer braucht? Der Bubbler braucht und der da braucht. Ich level mal ein bisschen, bevor ich hier weitermache. Weil ich unten bei den Gegnermassen doch gerne meine Waffen voll funktionsfähig hätte. Sehr schön. Ja, also das wird echt noch lustig. Hier ohne Maschinengewehr und ohne... Das habe ich noch nicht. Keine Ahnung. Na hier, ja, doch ohne Maschinengewehr vor allem. So, wie stelle ich mich denn gerade aber an, hey? Das ist doch nicht mehr feierlich. So, das passt. Jetzt bin ich den Bubbler. Heilung! Wunderbar. Moment, die Erfahrung kriegst du und dann der da. Komm ich da hoch? Nein. Das geht aber, glaube ich, mit dem Feuerball, oder? Ja, das geht mit dem Feuerball, wenn man es richtig macht. Was ich gerade irgendwie nicht kann. So, habe ich euch. Und damit habe ich auch den Feuerball wieder auf 3. Wie kriege ich dich? Ich glaube, mit dem Polarstern. Ah, egal. Er ist Level 3, das reicht. Das ist erstmal genug. Das könnte... Ja, das passt. Wunderbar. Ui, war das knapp. Der Gegner da unten ist ziemlich ätzend. Deswegen habe ich mir den jetzt gespart. In der Hoffnung, dass es auf Anhieb klappt und ich nicht runterfalle. Und wie man sieht, hat sich das Ganze bezahlt gemacht. So, jetzt glaube ich wieder alle voll. Genau. Nur das Leben fehlt noch ein bisschen. Feuerwehr wieder für da oben. Ein bisschen Heilung. Ja, wunderbar. Und damit bin ich auch voll geheilt. Super. Den da wollte ich. Na, komm. Nein. Nein? Ja. Puh. Da hatte ich gerade echt Probleme, hier rüber zu kommen. Babla, bitte verlass mich nicht. Also vor allem die Munition soll mich bitte nicht verlassen. Wunderbar. Der Bubbler ist echt ein, wenn man weiß, damit umzugehen, gar kein so schlechter Ersatz für den Raketenwerfer. Man muss das so ein bisschen aufladen und wenn man dann loslässt, dann hat man effektiv so eine Art Rakete, die da rausfliegt. Ich weiß, ich habe den Raketenwerfer dabei, aber wie gesagt, ich übe. Ich übe, ohne den Raketenwerfer auszukommen. So, und weil die Folge eigentlich jetzt schon viel zu lange ist. Mach ich mal nicht so unten? Nein. Weil die Folge jetzt schon viel zu lange ist, mache ich jetzt einen kleinen Folgenschnitt und sehe euch dann in der nächsten Folge wieder beim Bosskampf. Bis dahin und danke fürs Zuschauen.